Faktenfinder der Tagesschau berichtet heute über unser rechtspopulistisches Format. Natürlich kommen nur rechtspopulistische Inhalte aus diesem Studio. So berichtet der Faktenfinder. Faktenfinder der Tagesschau bezahlt mit 9 Milliarden Euro von euren Zwangsgebühren. Im Faktenfinder heißt es, Julian Reichelt sitzt vor einem sogenannten Greenscreen. Vor einem Greenscreen. Und deswegen wollen wir den Faktenfindern der Tagesschau jetzt mal unseren Greenscreen zeigen. Ein Greenscreen zeichnet sich dadurch aus, dass er grün ist. Grün. Das hier, liebe Tagesschau, liebe Faktenfinder, ist unser Greenscreen. Ein ganz normaler Monitor. Wenn ihr für 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren euch die Zeit genommen hättet, einmal in unseren Instagram-Kanal, auf diesen Kanal abonnieren übrigens, zu schauen, Achtung Reichelt, dann hättet ihr gesehen, dass ich nicht vor einem Greenscreen, sondern vor einem Monitor sitze. So viel zum Faktenfinder der ARD.